Eine Gretchenfrage ist immer die, ob die Anwendung des Exzellenzansatzes tatsächlich zu einem wirtschaftlichen Vorteil führt. Dazu haben verschiedene Lehrstühle Untersuchungen angestellt. Eine dieser Studien, zum Beispiel aus den USA, ist die Singal-Fallstudie, wo man zeigen konnte, dass die Anwender des TQM-Ansatzes von Malcolm Baldrige deutlich erfolgreicher sind als Referenzgruppen. Umgekehrt, in Europa hat ein englischer Lehrstuhl in Leicester die entsprechende Untersuchung angestellt und festgestellt, dass auch in Europa die Anwender des EFQM-Ansatzes signifikant erfolgreicher sind als Referenzgruppen. Jetzt muss man sich eines überlegen: Es gilt das Henne-Ei-Prinzip, also macht der EFQM-Ansatz erfolgreich oder verwenden erfolgreiche Unternehmen den EFQM-Ansatz? Das zu beweisen ist schier unmöglich. Jedoch glaube ich, dass wenn man sich diese Fallstudien bzw. die Studien hier anschaut, dass man sehen kann, dass der Sinnzusammenhang da ist. Sie können die gerne bei uns bestellen und sich selbst ein Bild machen, was andere Organisationen erreicht haben.